Ja, Kate kam auf mich zu und wollte wissen, wer ich bin. Ich bin Murat Ünal, Filmemacher aus Berlin, habe gerade meinen ersten langen Film gedreht, No-Budget Romantic Comedy namens Hollywood-Türke. Ja, sie wollte wissen, was meine Story ist, und in diesem Zusammenhang, was ist mein bisher bestes Investment? Muss nicht im Finanzbereich sein. Okay, also meine Story ist, ich habe schon immer Filme geliebt, sehe mich als Filmemacher. Habe dann mich damals beworben auf Filmhochschulen, wurde abgelehnt, habe dann selber was probiert, habe als Regieassi gearbeitet bei Filmproduktion, habe aber dazu auch noch was Bodenständiges gemacht, indem ich BWL studiert hatte, meinen Eltern zuliebe, wollte aber dann unbedingt Filmemacher werden, habe also Praktika gemacht, mich dort hochgearbeitet und irgendwann gesagt, okay, ich mache was Eigenes. Und habe dann Bücher geschrieben, Ideen entwickelt, wurden nirgendwo angenommen. Da kam YouTube auf, dann haben wir es einfach auf YouTube gestellt, dann ging das irgendwie tierisch ab. Die Leute haben das gut gefunden. Und ich glaube nach wie vor, wir sind die Ersten, die direkt mit einer Show von YouTube dann im Fernsehen gelandet sind, später bei ZDF Neo und auch im Radio beim RBB und WDR. Das Ding hieß damals Tiger. Was ist mein bestes Investment? Ja, mein bestes Investment, würde ich sagen, ist immer in seine Fortbildung zu investieren, also Sachen zu lesen. Bei mir war das vor allem im Filmbereich, Filme anzuschauen, vor allem Audiokommentare zu studieren. Was sagen die großen Filmemacher? Weil die Audiokommentare sind ja quasi die Filmhochschule mit den besten Filmemachern der Welt. Also wenn der James Cameron auf dem Audiokommentar erzählt, was er wie und warum gemacht hat, oder Robert Rodriguez oder wie auch immer, wie sie alle heißen, dann lernt man da natürlich super gut. Und im Nachhinein, glaube ich, war es auch gut, dass ich nicht auf einer Filmhochschule war. Und deswegen, ja, mein bestes Investment ist, sich ständig weiterzubilden, egal in welchem Bereich, wo halt deine Passion liegt. Kate fragt mich, wer meine Vorbilder sind. Meine Vorbilder, ja, ich habe viele Vorbilder. Im Filmbereich sind es vor allem natürlich Filmemacher, die ich mag. Also es geht los von Cameron, hatte ich schon gerade erwähnt, George Lucas, Billy Wilder, von den Klassikern Charlie Chaplin. Also es ist wirklich querbeet. Michael Haneke, jemand, der ernstere Filme macht. Frank Oz als Komödienspezialist. Robert Zemeckis, Taylor Hackford. Die Liste geht noch ziemlich lange. Es gibt einfach ein paar richtig tolle Filmemacher, deren Filme ich sehr mag. Alfred Hitchcock natürlich. In anderen Bereichen, ja, da gucke ich auch immer natürlich, aber ich bin natürlich sehr stark auf den Filmbereich fokussiert. Wen ich besonders mag in dem Bereich vielleicht so Personal Development ist jemand wie Brian Tracy, den ich sehr mag. Ja, das würde ich sagen, sind so Vorbilder von mir. Kate fragt mich, was war mein schlechtestes Investment? Ja, das ist eine gute Frage. Nicht in sich selbst zu investieren, ist, glaube ich, immer schlecht. Also immer ständig weiterzulernen, das ist immer schlecht. Und ich habe das ja auch selber gelernt. Es gibt immer so, man lernt, wenn man entweder man gewinnt oder man hat Feedback, heißt es so schön. Also das heißt, entweder man hat was gelernt mit Personen, mit denen man sich zusammen was gemacht hat, fürs Leben was mitgenommen, oder man hat ein Skillset nicht gehabt im Geschäftlichen. Aber das Leben gibt einem ja Feedback, und wenn irgendwas nicht läuft, dann merkt man ja, wo man eben nicht investiert hat und wo man investieren sollte. Und in dem Fall war es auf jeden Fall einfach in allen Bereichen seine Skills zu erweitern, gerade wenn man auch selbstständig ist. Ab wann ist man für dich reich, werde ich gefragt. Also Kate fragt mich jetzt, ab wann ist man für dich reich? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, reich kann vieles bedeuten. Ich glaube, für jeden ist es was anderes. Ja, also einfach Gesundheit ist schon super großer Reichtum. Das, was selbstverständlich ist, dass man morgens aufsteht und einfach auf seinen eigenen zwei Füßen stehen kann, sich sein Essen selber zubereiten kann. Und ja, das sind so Selbstverständlichkeiten, aber eigentlich ist das der größte Reichtum. Und dann natürlich die Menschen, die man liebt, Freunde, Familie, mit denen viel Zeit verbringen zu können. In der heutigen Zeit, wo man sehr viel arbeitet, ist natürlich schwer, aber das ist, glaube ich, der größte Reichtum. Und darüber hinaus, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem, natürlich Mittel zum Zweck kann dafür finanzielle Freiheit oder eben ja, Geld sein, zumindest so, dass man nicht mehr arbeiten gehen muss, um mehr Zeit mit Dingen zu verbringen, die einem persönlich glücklich machen, Spaß machen und die auch vielleicht für andere von Nutzen sind oder auch nicht. In dem Sinne ist natürlich auch Geld oder Reichtum in Form von monetären Mitteln auch wichtig. Und Reichtum bedeutet für mich im Grunde ja,
dass man eben das machen kann, was man gerne macht und nicht das machen zu müssen, was man nicht gerne machen möchte. Aber wie gesagt, das ist eine Version. Es kann auch jemand sein, der was macht, arbeitet, in einem Beruf ist, das ihn total glücklich macht und mit als Sozialpädagoge vielleicht mit Kindern arbeitet. Das ist wirklich, das will ich auch gar nicht festlegen für alle anderen. Aber so für mich momentan ist es auf jeden Fall, finanziell so unabhängig zu sein, dass man das machen kann, was einem wirklich glücklich macht. Und mit den Menschen zusammen zu sein, die man mehr um sich herum haben möchte, Familie, Freunde etc. Ja, Kate fragt mich, was ist mein nächstes großes Projekt? Ja, ist witzig, weil jetzt natürlich so viel passiert mit meiner Romantic Comedy Hollywood-Türke. Hollywood-Türke 2 wäre natürlich super. Sagen wir mal, der Film, stellen wir uns vor, der Film schlägt richtig ein, der kommt gut an, so wie jetzt auf dem Festival gut angekommen ist, auf dem Achtung Berlin Film Festival. Die Leute haben krass gelacht und reagieren auf den Film, sind engaged, wie man so schön sagt heutzutage. Dann ein Folgeprojekt natürlich so schnell wie möglich, entweder Hollywood Türke 2 oder eine andere Romantic Comedy oder eine Comedy oder ich habe auch nichts gegen einen Actionfilm, in Deutschland ist es ein bisschen schwer, aber filmisch arbeiten zu können, erzählerisch, ja, im Entertainment-Bereich, fiktional, glaube ich, würde ich gerne was machen. Wobei ich würde auch gerne mal eine Doku machen, also aber irgendwie in dem Bereich weiterarbeiten zu können. Ja, wie lange bin ich täglich offline, werde ich gefragt von Kate. Das ist eine gute Frage. Ich hatte bis vor 2 Monaten, bevor ich den Film angefangen habe zu promoten, kein Instagram, kein Facebook. Ich war ausgetreten. Ich war quasi eigentlich nie wirklich online. Musste jetzt aber oder wollte ja auch, um den Film zu promoten, wieder online sein. Natürlich, dazu ist die Frage, muss man, aber ich denke, man muss heutzutage eben auf Social Media aktiv sein, mit den Leuten die Chance haben, direkt mit wirklichen Menschen in Kontakt zu treten, das Feedback zu bekommen. Jetzt heute würde ich sagen, bin ich offline vielleicht nicht mehr ganz so viel, weil ich ja ständig täglich posten oder versuche täglich zu posten, was es für Updates gibt vom Film Hollywood Türke. Also wie gesagt, vor 2 Monaten war ich fast eigentlich nie wegen irgendwas online und jetzt bisschen mehr, also mindestens 1 Stunde am Tag subsumiert, würde ich schon sagen, aber vielleicht sogar ein bisschen mehr. Müsste ich mal messen. Ja, Kate fragt mich, was ist das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe? Das schönste Kompliment ist immer dann für mich gewesen, wenn Leute auf meine Arbeit kannten, sei es ein Musikvideo, sei es eine Figur, die wir kreiert hatten, eine Geschichte oder eine Show, die wir gemacht hatten für ZDF Neo, fürs Radio oder wie gesagt andere Sachen und die Leute danach zu mir meinten, ah, das hast du gemacht? Ist gut, das hat mir gefallen. Und das ist dann immer so, wo man sich sagt, okay, der wusste das gar nicht und das war jetzt frei und das war jetzt nicht um zu schleimen oder so. Und dann hat man das Gefühl, cool, das hat Menschen irgendwo, ist in Erinnerung geblieben. Ich hatte neulich, als ich vor ein paar Wochenenden auf so einem Seminar war, waren Leute irgendwie aus München, junge Kids, und die konnten sich an die ZDF Neo Show, Super Tiger Show, die wir gemacht hatten, damals vor 6, 7 Jahren, ist das schon her, erinnern. Und der wusste sofort, mein Name war noch in Erinnerung geblieben, obwohl ich da nur Regie gemacht habe. Und das war auch sowas, was du dir mitnimmst, und dann geht es runter wie Öl abends, und dann erzählst du es deiner Partnerin, und das ist so etwas, wo man sich sehr drüber freut. Insofern Sachen zu machen, die Relevanz haben. Kate fragt mich, welchen Tipp würde ich meinem 20-jährigen Ich geben, angenommen, ich könnte die Vergangenheit reisen. Ja, gut, ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, wenn du nicht Arzt, Anwalt oder Architekt werden willst, alles, wo du ein Staatsexamen brauchst, geh nicht auf die Uni, mach keine Ausbildung, geh direkt in die wirkliche Welt, ins Leben, in die Praxis, mach ein Praktikum, lern, wie es in der Realität zugeht, weil da lernst du eh am meisten. Und wenn du jetzt, sag ich mal, ich habe ja studiert, ein Diplom gemacht und habe ein Abi gemacht, das ist auch alles okay. Man lernt da auch viele wichtige Leute kennen, das ist auch nicht umsonst sicherlich. Aber ich finde, alles, was ich auf der Uni gelernt habe, kann ich nicht benutzen. Das ist nichts, was ich im richtigen Leben. Ich sage mal so schön, ein Typ, der hat mir mal gesagt, BWL studiert. Ich habe 4,5 Jahre BWL studiert und konnte am Ende nicht mal einen Überweisungsschein ausfüllen. Das ist ungefähr das Level. So, du lernst Sachen, die so theoretisch und von Leuten, die so oft nie in der Praxis gearbeitet haben, es keinen Sinn macht. Geh immer zu Experten, die in der Praxis sind, schau, was die machen, lern von denen, das würde ich sagen. Und wie gesagt, wenn du nicht Arzt, Anwalt oder Architekt oder irgendwas werden willst, wo du ein Staatsexamen für brauchst, dann guck, dass du das so schnell wie möglich auf dem direkten Weg lernst, weil alles andere ist für mich persönlich verschwendete Zeit. Das würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen.
Aber wie gesagt, jeder andere Weg ist auch vollkommen okay. Und als letzte Frage fragt mich Kate, was würde ich den Finanzdieben unbedingt noch sagen wollen? Ja, ich glaube, ich habe schon vieles drin gesagt. Was ich unbedingt sagen will, klar, lernt jeden Tag, investiert in euch, haltet euch fern von negativen Menschen. Es ist nicht schlecht, selber mal schlecht selbst drauf zu sein oder auch jemanden im Umkreis zu haben, aber Leute, die immer alles kaputt reden und schlecht reden und macht es nicht und es wird eh nichts, haltet euch fern von denen, macht es einfach, dann lernt ihr eh am meisten. Und ja, investiert jeden Tag in eure Bildung, lernt jeden Tag, lest irgendwas, hört irgendwas und was euch interessiert, ein Podcast, ein Hörbuch oder ich bin besser bei Hören als beim Lesen, da muss man auch gucken. Aber das würde ich empfehlen, weil man macht es nie umsonst, weil es wird irgendwann immer gebraucht werden. Ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Fragen. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche euch viel Erfolg.